Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Moment, ich muss euch mal ganz kurz gerade machen. Ihr seid etwas schief. Geht so. Ja, geht so, ne? Ja, heute geht es um meinen DM-Haul, den ich euch ja unbedingt noch zeigen wollte. Der ist jetzt, liegt schon ein bisschen zurück, aber ich dachte, ich drehe ihn trotzdem nochmal ab. Ich versuche euch wieder wie immer die Preise mitzuteilen. Insgesamt haben wir 36,45 bezahlt. Ich glaube, zwei, drei Sachen waren da für meinen Freund auch mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich fange erstmal mit den Food-Sachen an. Ich habe nämlich einmal aus der DM Bio-Serie habe ich Dinkel mitgenommen. 1 Kilo, und zwar sind das solche Körner, weil ich nämlich einen Thermomix habe und da mit diesen Dinkelkörnern dann selber Mehl mache und auch Brot backe. Und die haben gekostet, Dinkel hat 2,25 € gekostet. Also ich schrote immer nicht alles, sondern immer nur ein Teil. Und dann habe ich noch einmal Weizen mitgenommen, auch aus der Bio-Serie, und das hat 1,25 gekostet. So, dann geht es weiter mit den Beauty-Sachen. Wir haben zum einen wieder diese Taschentuchboxen mitgenommen, die nehmen wir immer mit. Da haben wir 5 Stück mitgenommen. Da sind 100 Stück immer drin. Vierlagig sind die, weil wir haben überall in der Wohnung Taschentücher verteilt. Also ich habe eine in der Küche, eine im Schlafzimmer, eine im Bad, eine im Wohnzimmer, eine im Flur und manchmal noch eine in meinem Zimmer. Also ja, wir brauchen immer viele davon, weil ich ja auch eine Allergie habe und regelmäßig Niesattacken. Und ja, da haben wir dann einmal dieses Format mitgenommen. Einmal dieses Format, finde ich immer ganz schön für die fürs Bad. Dann nochmal das. Achso, das ist das gleiche, was ich eben schon gezeigt habe. Ich glaube, eine haben wir schon benutzt, weil ich hier nur noch 4 drin habe. Genau, die haben wir wieder mitgenommen. Die haben 95 Cent gekostet. So, dann habe ich wieder mich eingedeckt mit Seifen, weil ich einfach die Balea-Seifen so liebe. Ich habe einmal mitgenommen Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenduft. Ich rieche da natürlich auch immer dran, wenn ich beim DM bin. Ja, das ist ganz toller Rosenduft mit leichten Vanille. Hat gekostet. Sweet Wonderland ist das, ne? Sweet Wonderland hat 55 Cent gekostet. Dann habe ich mitgenommen Buttermilk Lemon, auch von Balea. Hat auch 55 Cent gekostet. Dann habe ich mitgenommen die milde Seife Blütentraum mit dem Duft von Hibiskus und grünem Tee. Die sieht richtig, richtig toll aus. Da freue ich mich schon, wenn ich die ins Bad stellen kann. Die hat 95 Cent gekostet. Da habe ich mal eine von DM gehabt, von Balea auch gehabt. Das war auch eine milde Seife. Die finde ich sehr, wirklich sehr, sehr gut von der Pflegewirkung her. Also die gefallen mir super gut. Dann habe ich noch eine milde Seife. Sanfte Verführung mit Holunderblüten und Kirschduft. Sieht optisch auch wunder, wunderschön aus. Auch 95 Cent gekostet. Dann habe ich das gleiche nochmal in der anderen Sorte. Und zwar pures Erlebnis mit Magnolien und grüner Teeduft. Also auch ganz, ganz toll. Auch 95 Cent. Dann habe ich noch mitgenommen von Balea Pitaya und Kokos. Ihr werdet jetzt denken, wieso kauft die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Seife? Aus dem folgenden Grund, dass ich nicht so oft zu DM komme. Das hatte ich schon oft erwähnt, dass ich schon
20 Minuten immer zu einem DM brauche und dass ich meistens dann eher zu Rossmann oder Butni, heißt es bei uns in Hamburg, gehe. Und von der nehme ich immer, wenn ich mal da bin, meistens die ganzen limitierten Editionen einmal mit, weil ich die sonst einfach verpasse. Hat 55 Cent gekostet. Dann habe ich noch eine Schaumseife mitgenommen und zwar Garten Eden. Paradiesisch blumiger Duft. Wie ich finde, auch sehr, sehr toll. Hat 1,25 Euro gekostet, aber ich denke mal, da kommt man bestimmt auch länger mit aus, weil diese Schaumseifen halten eigentlich immer sehr gut. Also mit Seifen bin ich jetzt erstmal ausgestattet, aber ich muss sagen, sobald neue Limited Editions kommen, muss ich hin. Ich muss hin. Achso, ich habe noch eine. Also habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seifen. Und zwar habe ich noch eine Küchenseife mitgenommen. Reinigt mild, neutralisiert Küchengerüche an den Händen. Duft von Granatapfel und Zitronengras. Sehr, sehr schön. Die kommt auf jeden Fall jetzt auch in meine Küche, weil da ist meine nämlich fast leer. Schauen wir mal, wo wir die haben. Balea. Küchenseife, 95 Cent. Sehr, sehr schön. Dann habe ich mir mitgenommen, ja, musste mit, der Tracklemoon-Hype, ja, ist auch bei mir natürlich nicht vorbeigegangen. Da habe ich mir einmal von Tracklemoon vom White Cherry Magic einmal das Körperpeeling mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, riecht ganz, ganz toll, dieses White Cherry Magic. Oh, ich liebe das. Das hat, glaube ich, 2,95 gekostet. Genau. Dann habe ich mir aus der gleichen Linie noch die Handcreme. Ne, pflegender Balsam. Genau, Handcreme mitgenommen. Oh, sieht auch so schön und sieht so toll aus. Den kleinen Einhorn drauf. Handcreme 1,95 ist 75 ml drin. Die habe ich noch gar nicht getestet, wie die eigentlich so von der Pflegewirkung sind. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch, musste einfach mit zum Testen, Soft Water Mint Rain mitgenommen. Hat, glaube ich, 95 Cent gekostet. Ja, 95 Cent. Ich hatte damals mal Lovely Mint Story. Das fand ich besser als dieses Water Mint, weil das doch schon sehr, sehr leicht nur nach Minze riecht. Aber ich finde das Label auch sehr schön. Und ich habe gedacht, erstmal zum Testen nehme ich so eine kleine mit. So, dann habe ich noch was zum Baden mitgenommen. Und zwar habe ich zwei Badesalze mitgenommen. Einmal das Badesalz Perlenzauber von Balea in so einer schönen Dose. 95 Cent hat das gekostet. Ist jetzt auch nicht so viel drin. Also ich denke mal, da wird man so 3-4 Mal, denke ich mal, schon mitkommen. Für 95 Cent ist es eigentlich doch in Ordnung, weil diese Salze alleine, diese Tüten kosten ja auch immer schon 95 Cent. Riecht ganz, ganz leicht putrig. Ach, es riecht ganz, ganz toll. Also, einmal das Badesalz Perlenzauber von Balea. Und dann nochmal das gleiche in Lotustraum. Sieht folgendermaßen aus. Versuche es mal einzufangen. Auch ganz toll. Riecht wirklich wie Lotusblüten. Ach, ganz toll. Hat auch 95 Cent gekostet. Sehr schön. So, dann habe ich noch zwei Sachen für die Hände und zwei Masken. Fangen wir mit denen mal an. Einmal habe ich die Balea Weißer Tee und Kirschmaske mitgenommen. Sah für mich, ehrlich gesagt, habe ich die eigentlich wegen der Optik gekauft, weil ich die Kirschen so toll fand. Ich guck mal eben, was die gekostet hat. Maske, 40 Cent hat die gekostet hier. Da kann man zweimal mit machen. Die sind sogar getrennt, dass man die hier halt abtrennen kann und ist für jede Haut geeignet. Dann habe ich noch die Melone Cremegel Maske, erfrischt die Haut mit sommerlich fruchtigem Duft. Auch für jede Haut. Die hat 45 Cent gekostet. Da freue ich mich schon, die zu probieren.
sind die Kirsche, gibt es anscheinend immer, und die Melone ist Limited Edition. Dann habe ich noch mir eine Handlotion mitgenommen. Melon Berry mit fruchtigem Duft nach Melone und Johannisbeere. Und da hat mich die Optik einfach schon in den Bann gezogen. Die riecht wirklich toll nach Melone und Johannisbeere, aber wirklich mehr nach Melone. 1,45 hat die gekostet, sind 100 ml drin, und meine Freundin hat die andere davon. Es gibt noch eine mit Pitaya und Kokos oder so, glaube ich. Die sieht ähnlich aus, hat nur eine pinke Verpackung dann hier drum. Und ich weiß, dass die von der Pflegewirkung nicht super sind, aber ich finde die für unterwegs gut. Weil unterwegs kann ich nicht so was Schweres haben, da muss ich irgendwas Leichtes haben. Und da finde ich die von der Größe auch gut, so kompakt. Also ich finde die klasse. Und dann konnte ich an einem Produkt nicht vorbeigehen, weil ich es einfach liebe. Und zwar haben die ja auch neu diese Handsanitizer, reinigendes Handgel. Und das ist mit exotischem Kokosduft. Mal schauen. Hat, glaube ich, gekostet. Ja, 1,95, sind 50 ml drin. Und es gab noch eine andere, aber ich habe jetzt erstmal die mitgenommen. Das reicht bei mir auch immer. Aber ich muss sowas immer mit haben. Ich hatte mal sowas vom Body Shop, das war auch sehr schön. Und ja, freue mich sehr, dass auch Valea diese Handgele jetzt im Angebot hat. Ich hatte dann noch, wie gesagt, noch einmal eine Box, die ich schon aufgebraucht habe. Mein Freund hat, wie gesagt, noch eine Nivea-Creme drin gehabt. Deswegen auch die 36,45 Euro. Dann hatten wir noch Teelichter. Die sind aber mittlerweile auch schon in Gebrauch. Und ich hatte noch Balea Reinigungstücher. Diese Micellenreinigungstücher. Die habe ich aber auch schon angefangen zu benutzen und habe es ehrlich gesagt vergessen, jetzt mir herzulegen. Aber das sind diese, genau, Tücher. Die sind Balea Micellenreinigungstücher heißen die. Und die haben so eine lila eine Verpackung. Lila, rosa, so. Ich guck mal, wo die hier sind. Balea. Ja, 1,25 haben die gekostet. Balea Micellenreinigungstücher. Genau. Und dann haben wir noch diese Tüte dazu genommen, wo die übrigens drinne war. Ich verschwinde mal hier hinten kurz hinter. Die kaufen wir mal ganz gerne, weil wir die auch benutzen, um zum Beispiel einzukaufen oder auch mal die Wäsche in den Trockner zu bringen, weil wir haben unseren Trockner unten im Keller und dann schmeißen wir da immer alles rein und bringen das nach unten. Und nach einer Zeit ist es halt immer so, dass diese Dinge, also die Trageschlaufen, auch gerne mal reißen oder porös sind. Und von der kaufen wir auch immer mal eine neue. Und bevor ich dann irgendwie eine Papptüte nehme, die mir nach 5 Minuten zerreißt, nehme ich lieber so eine, die ich wiederverwenden kann. Eigentlich haben wir auch immer Tüten mit, aber mal kann es auch mal sein, dass wir keine mit haben. Und in dem Fall hatten wir keine mit, weil wir spontan bei TK Maxx waren. Und das Video habe ich ja auch schon abgedreht, was ich da ergattern konnte. Und da hatte ich euch ja auch erzählt, dass wir noch im DM waren. Deswegen war das halt alles sehr spontan. Wir sind da immer ein bisschen verballert und vergessen auch gerne mal die Tüten zu Hause. Deswegen habe ich von diesen mittlerweile auch schon echt eine große Sammlung. Aber wie gesagt, die gehen auch gerne irgendwann mal kaputt. Ja, es reißt mal ein oder so. Also von der haben wir immer welche zu Hause. Und ja, ihr Lieben, das war auf jeden Fall mein DM-Einkauf. Ich weiß, dass ich habe jetzt nämlich Urlaub, dass ich nächste Woche nochmal zu DM wollte, weil ich noch so ein paar Sachen haben wollte. Da werde ich dann natürlich auch nochmal ein Video drehen, wenn ich was finden sollte, was ja nicht bei DM immer der Fall ist. Aber es hat nämlich ein neuer DM aufgemacht, der nicht ganz so weit weg ist. Und von uns. Und da wollte ich doch mal stöbern gehen, was die dort so haben. Ja, ihr Lieben, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt mir doch mal schreiben, wenn ihr Lust habt natürlich, ja, welche von den Produkten hier ihr auch habt, welche ihr vielleicht gut findet.
Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage bis bald. Tschüss.